nämlich der Kirk, einen ehemaligen Olympiasieger. Da steht er vor mir, der 1972 in Sapporo die Goldmedaille im Rodeln gewonnen hat. Sie wissen ja alle, wir konnten mit den Ostsportlern erst nach der Wende Kontakt aufnehmen und das haben wir beide gemacht. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Herr Kirk, bedanke mich. Freut mich ungemein, dass ich heute hier da sein darf. 20 Jahre Rosenheim 89ers. Mir kommt es so vor, als wenn es gestern gewesen wäre, gell, Gerhard? Und es ist auch schön, so viele bekannte Gesichter hier zu sehen. Ich habe schon gemerkt, ihr habt gestern ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, aber so wie das wohl da ausschaut, das zirkt vorbei. Und deswegen hoffe ich, dass wir hier und heute ein ganz, ganz tolles Fest haben werden. 20 Jahre Rosenheim 89ers. Wie sich ja aus der Historie der 89ers ja gezeigt hat, der Breitensport und der Spaß, der steht und der wird auch, hoffe ich, weiterhin hier an vorderster Stelle stehen. Und deswegen wünsche ich euch, liebe 89ers, mit eurem super Jugend-, Junioren-, Herren- und Damenprogramm auch für die Zukunft von Seiten des Bayerischen Baseball- und Softballverbandes alles, alles Gute und weiter so. Gerhard, wir haben wie immer mit dir viel Spaß gemacht. Danke dir. So gut, dann tun wir noch kurz den Platz herrichten, dann geht's gleich zum First Pitch von der Frau Bender und dann geht's auf das Spiel schon los. 89ers und die wackeren Protagonisten schreiten schon aufs Feld. Und wir schnappen uns die Line-Up. Wenige Minuten. Und da heißt es dann, Traditionsspiel, 20 Jahre, Rosenheim 89ers, die Herren der ersten Stunde gegen die aktuelle Mannschaft der 89ers, die aktuelle Herrenmannschaft. Und man beachte die Beinhaltung von Hagi Wiesmann. Einfach fantastisch. Na, sie hat vorher von oben geschmissen, aber... Also, wir können es auf die harte oder weiche Tour hinter uns bringen. Der Harry zeigt noch mal kurz, wo es lang geht. Und jetzt kommt der Wurf, liebe Zuschauer. Ja! Und da ist er, ein Soccer-Score. Souverän, jetzt mit der Einlage. Da raus! Hier für den First Pitch beim All-Star-Game gegen die aktuelle 89ers-Mannschaft. Bei der 20-Jahres-Feier hier. Bei den 89ers. Ja, und dann schauen wir raus. Mein Höfer und... Mit 41, Alex Sinner. Das sind die ersten drei Schlagleute, die hier an den Start gehen werden. Und Swing and Miss, Nummer 1. Und jetzt der Count, 2 Balls, 1 Strike für die Nummer 13, für Schaumstorf, Flo Reichenbach. Ja, und der erste Strike für die Nummer 7 für Mike Beinhoff unter Zeiten. Die alten Recken, den Jungspund, die ist gleich mal, wo der Bartel den Mast holt. Entsprechend hier Respekt verschaffen an der ersten Base. Und Strikeout und damit erstes ab. Und ein Bauband und damit wieder an. Start three, dieser! Und ein neues Strikeout, gutes Aus. Nur Ball ins Left Field und da geht er ganz an den Zaun. Weiter Schlag und das Relay-System funktioniert wie in den alten Tagen. Super reingebracht von der Defense der All-Stars. Und ein Double für Nummer 3 für Klaus. Das sind also die ersten drei Schlagleute, die hier für die All-Stars ins Rennen steigen werden. Hey! Urball wieder raus, aber direkt vom Third Baseman aus der Luft gefangen. Somit erstes aus. Swing and a Miss, satt durchgezogen. Und ein Foul Ball.
Und auch der direkt aus der Luft gefangene, somit zweites Aus. Die Physioabteilung der Ultras in bester Besetzung heute hier beim 20 Jahre Jubiläum der Rosenheim Edinaras. Swing and a miss, harter Schwung. Und eine Foulball. Und damit Strike Nummer 1, somit jetzt der Count. 2 Balls, 1 Strike. Hoher Ball ins Outfield, direkt aus der Luft gefangen. Spielstand wie gesagt 8-2 für die aktuelle 89ers Mannschaft. Foulball und damit Strike Nummer 1. Und Gerhard Gilk in der Batter's-Box. Und da geht er durch, der Ball, Base Hit für Gerhard Gilk. Harter Schlag am Shortstop vorbei. Und die aktuelle erste Herrenmannschaft. Und bitte, liebe Zuschauer, nochmal einen donnernden Applaus für die beiden Akteure, für die beiden Mannschaften hier. Auch wenn wir eine kleine Regenunterbrechung hatten. Ich glaube, allen hat es Spaß gemacht. Man sieht es an den erhellten Mienen, an den freudigen Gesichtern. Tolles Spiel hier von den Herren. Beim Jubiläumsfest der 89ers. Miteinander sind sie hier, die Rosenheim 89ers. Aktuelle Herrenmannschaft gegen die Oldstars. Ja, und hier wird fleißig abgeschrieben. In dieser Disziplin war Nase schon als Kind in der Schule stark. Die Niners Mannschaft in Rot, die 86, Jeanette Zahreiter. Und Ball 1. Simone Schlittchen. Hau weg die Scheiße. Früher bekannt unter Konopka. Berüchtigt und berühmt. Rosenheimer Nachtlied. Party, Party, Party. Schöner Schlag. Jo, und ein schöner Special 1. Und damit das erste Aus. Sabine, alles klar? Enik, muss 3-0 stehen, Herr Scorer, bitte. Hey, den hätte ich gefangen. Ja, ja, gerade du. Und alle anders! Mittlerweile am Schlag für die Quali. Ah, die haben Angst, Gela, vor dir, die haben Angst. Die Katja weiß schon, welchen Gegner sie da hat. Oh ja, oh ja! Ah, ganz knapp. Und jetzt von der First Base-Frau. Schöner Schwung. Sabine, erst schlagen und dann laufen, ja? Ja, ja. Das hat man gar nicht gesagt. Das hat sie zu früher nicht geändert. Ich lach mich tot. Big Head ins Outfield. Monster. Und nun am Schlag, Jati Chen.
Name nur noch 1:5. Und Flyout! Bravo! Yeah, baby! Groß bleiben, ja, groß. Gleich rein, ich geh gleich rein, lasst jetzt! Und schaut frei, schaut frei! Katja, komm jetzt, ja? Ali, geh mit dir nie wieder ins Kino. Geh nie wieder mit ins Kino, hallo. Hallo. Ein Mist, jetzt geht das wieder los. Yeah.